Kurz vor der Grenze in Oberried-Meiningen hat Herbert Koch sich Ende August 2004 den Traum von einer eigenen Metzgerei erfüllt und ein modernes Produktionsgebäude eröffnet. Heute beliefert die Dorfmetzgerei Koch dutzende Veranstaltungen im Jahr, auch nicht zuletzt deswegen, weil er nicht nur ein Metzgermeister ist, sondern auch gleichzeitig einen Partyservice betreibt. Alles aus einer Hand ist also das Motto und das mit qualitativ hochwertigsten Produkten, so wie es die Konsumenten lieben. Neben privaten Veranstaltungen wie Geburtstagsfeiern, Hochzeiten und dergleichen sind auch viele Großveranstaltungen wie Musik- und Feuerwehrfeste zu beliefern. Wir begleiteten Herbert Koch bei der Abwicklung der Altenstädter Kilby. Im vor 6 Jahren neu gebauten und auf dem neuesten Stand der Technik und Hygiene befindlichen Produktionsgebäude befindet sich nicht nur die Produktion, sondern auch ein Verkaufsraum und entsprechende Büroräumlichkeiten. Und da nehmen die Dinge ihren Lauf. Die Aufträge kommen meist bei persönlichen Gesprächen zustande und werden dann am Telefon abgewickelt. Was ist es für eine Veranstaltung, was soll geliefert werden und vor allem wie viel? Immer mehr Konsumenten legen beim Partyservice Wert auf ausgezeichnete Ländle-Produkte und ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Diesem Umstand wird auch in Herberts Dorfmetzger Rechnung getragen. Sämtliche Tiere stammen von Vorarlberger Biobetrieben. Zu seinen Produzenten hält der innovative Metzgermeister, der auch zu den Lizenzpartnern von Bio Austria zählt, einen engen Kontakt. Transparenz ist für ihn sehr wichtig, er kennt die Lieferanten persönlich. Und so ist auch für jeden Konsument klar ersichtlich, auf welchem Biobetrieb das Rind aufgewachsen ist. Ist der Auftragseingang abgeschlossen, geht es an die Planung und im gleichen Zuge natürlich an die Bestellung. Das Fleisch für die Altenstädter Kilby bezog man dabei unter anderem vom Landwirtschaftshof und Schweinemast Gstaach in Rankweil-Brederis. Den Tieren soll es gut gehen, sie sollen genug Auslauf bekommen und sich wohlfühlen. Das garantiert schlussendlich beste und hochwertigste Qualität auf dem Teller, weiß auch Herbert Koch. Nach der Schlachtung erfolgt die fachgerechte Zerlegung in der hauseigenen Produktionsanlage. Inzwischen beschäftigt der Vorarlberger knapp 10 Personen. Auch Lehrlinge werden ausgebildet. Neben roten und weißen, wie man in Vorarlberg sagt, werden unter anderem auch die beliebten und auf einem Zeltfest nicht mehr wegzudenkenden Zack-Zack produziert. Da legt Metzgermeister Koch auch immer wieder selber Hand an. Nach dem Portionieren geht es in die Presse. Fix und fertig sollen die Zack-Zack bei der Auslieferung sein. Somit werden sie also auch noch mit einem hauseigenen Rezept gewürzt und abgepackt. Neben der Fertigstellung des Großauftrags kommen aber auch die Kunden im Verkaufsraum nicht zu kurz. Sie werden mit frischester Ware bedient.
Dementsprechend zufrieden verlassen sie diesen auch wieder. Zur gleichen Zeit wird in der Produktion inzwischen mit schwerem Gerät gearbeitet. Eine gewisse Art von Kunst ist es schon, wenn man dabei zusieht, wie ein Schwein richtig zerlegt wird. Hier entstehen gerade Koteletts. Nebenan werden die Bratwürste fertig produziert. Sie werden aufgehängt und wie auch die anderen Würste, egal ob eine St. Galler oder eine Weißwurst, in die Rauchanlage, in der sie geräuchert und gekocht werden, reingeschoben. Anschließend werden sie noch abgeduscht. Ist die Produktion abgeschlossen, werden die Hänger beladen. Vom Grill über die Fritteuse bis hin zum Ketchup und den Servietten hat Herbert Dorfmetzg alles, um eine Großveranstaltung zu beliefern. Ein letzter Blick auf die Checkliste und dann geht's zur Auslieferung. Und auch dort ist Herbert Koch persönlich anzutreffen, denn der Kundenkontakt ist ihm besonders wichtig. Ist alles ausgeladen, ist für Herbert Dorfmetzg ein weiterer Auftrag positiv abgeschlossen worden. Und so sieht's dann im Festbetrieb aus. Der Zack-Zack vor 2 Tagen und hier der Zack-Zack zum Essen bereit. Den Besuchern schmeckt's und Herbert Dorfmetzg ist dementsprechend zufrieden.